Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil, ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil, ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil. Ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil, ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil. Ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil, ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin, die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil. Ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Osman. Lieber Franz. Ich hoffe, dass dieser Satz stimmt, auch für dich. Denn was wäre das Leben ohne zeitweiliger Unvernunft? Langeweile, nichts als Langeweile. Der Reiz des Lebens besteht doch gerade darin,
die ausgetretenen Pfade hin und wieder zu verlassen, dem Alltagstrott zu entfliehen und ganz Neues zu erleben. Dazu ist man nie zu alt. Auch mit 60 darf es keinen Stillstand geben. Verstehe das Zitat also nicht als Warnung. Im Gegenteil, ich wünsche dir zu deinem 60-Punkt-Geburtstag den Mut zu vielen, vielen Torheiten. Herzlichst. Bilal Usman.